Fußball, Tennis. Freust du dich, Nino? Ich sehe dein Gesicht nicht. Oh, es geht ja gegen Stefan. Das heißt, da bist du. Insofern geht's. Ach so. Das heißt, du bist jetzt nicht der Riesenkicker. Aber es sollte. Sollte. Reichen. Okay. Geht euch mal bitte umziehen. Ja, da sind wir wieder. Und auch ihr seid auch wieder. Wo wart ihr denn zwischendurch? Mal wieder austreten, Stefan? Ja. Hände gewaschen? Ja. Ich möchte es. Nein, geh weg. Ja, vielen Dank. Nino! Hallo! Ja, auch du, kurz mal Pipi gemacht. Die Frage nach den Händen stelle ich dir nicht. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ja, ist da. Also nicht. Macht ja nichts. Nee. Macht doch nichts. Könnt ihr gleich unserem Schiedsrichter die Hand geben. Das ist Jürgen Aus, meine Damen und Herren. Hallo Jürgen. Na, Abend. Die würde ich nicht anfassen. Also gut, jetzt ist eh zu spät. So, Fußballtennis. Der Ball muss immer übers Netz gespielt werden. Das ist überraschend, aber trotzdem sollte es erwähnt werden. Der Ball darf im eigenen Feld nur einmal den Boden berühren. Also entweder, wenn ihr rüberspielt, lasst ihn einmal auftitschen, dann verarbeitet ihr ihn in der Luft und dann geht es wieder rüber. Oder ihr nehmt ihn direkt an, dann darf er noch einmal runterfallen und rüber. Also praktisch pro Spielzug, pro Seite einmal auf dem Boden. Selbst hochhalten ist unbegrenzt erlaubt, wenn es denn anatomisch möglich ist für euch. Der Ball darf nie mit der Hand gespielt werden, die Angabe erfolgt aus dem eigenen Feld heraus immer abwechseln und wir sind da gnädig, also aus der Luft darf man schießen, aber man darf auch einmal auftitschen lassen und dann schießen, oder? Genau. Okay, ist ja auch schon später. Berührt der Ball bei der Angabe, das Netz wird weitergespielt. Berührt der Ball nach dem Auftitschen oder Annehmen, Teile der Kulisse oder das Netz wird auch weitergespielt. Verstanden, Nino? Das heißt, hinten an die Wand, ja? Er kommt nicht auf den Boden, weiterspielen. Ins Netz hauen, anstatt drüber, der Ball fällt nicht runter, weiterspielen. Mit dem Körper das Netz zu berühren, ist verboten, gibt einen Punkt für den Gegner. Und wer zuerst 10 Punkte hat, bei 2 Punkten Vorsprung, gewinnt das Spiel. So, jetzt müssen wir noch wählen, wer anfängt. Wir haben natürlich eine amtliche Schiri-Münze. Nino, kommst du mal bitte? Was möchtest du denn? Münze schwarz oder rot? Rot. So, machst du die Angabe. Alles klar. So, der erste Ball gehört Mino. Angabe irgendwo ins Feld, ne? Irgendwo ins Feld. Spiel 12, Fußballtennis beginnt jetzt. Oh. Also das sah schon fast aus, als hätte er ein Bügeleisen unten an den Füßen. Jetzt bin ich mal gespannt. Innen, von im Feld? Im Feld drin, ja. Egal wo. Okay. Also Nino hat verloren. Kann ich vorher auch auftitschen? Egal wie. Ja, okay. Aus der Hand oder titschen. Dass es nur gegen Raab geht, der war auch im Aus. Ach, gibt's doch nicht. Also zwei Eisenfüße hier mit den ersten Angaben, aber die werden sich sicherlich noch reinfinden in dieses Spiel. So, jetzt läuft's. Wie oft darf ich den hochhalten? Egal. Einmal nur auf dem Boden. Er ist aufgesprungen. Und dann egal. Und dann nochmal. Dann muss er also dann rüber. 2-1 für Nino. Bis wie viel geht's? Bitte? Bis wie viel geht es? Bis 10. Also habe ich nicht jetzt? Ja, Stefan Raab hat jetzt Angabe. Gerade hatte immer Nino. Ne? Oder? Immer wechseln. Okay. 1-2 aus Sicht von Raab. Oh, hier wird doch. Und aus. Oh. Muss mit dem Fuß. Mit dem Fuß muss ich angeben, ne? 3 Millionen Euro kann er hier heute gewinnen. Aus. Okay. Das war eng, aber aus, sagt Schiedsrichter. Aus. Gute Angabe von Raab. Nicht gut angenommen von Nino. 3-3. Ein wirklicher Spielfluss ist noch nicht zu erkennen, aber das ist auch Schnuppe. Gut gemacht von Raab. Ja, jetzt rückt er ans Netz auf. Und der ist im Aus. Da hat Raab Druck ausgeübt, dadurch, dass er sich da vor dem Netz aufgebaut hat. Wie beim Tennis quasi, Surf and Volley. Und er führt 4-3 und guckt grimmig. Gute Angabe, Raab. Da jetzt gut im Spiel. Und was macht denn Nino da? 5-3.
Jetzt 2 Punkte Führung für Aufgabe. Stefan Raab. Nino mit dem Service. Der war im Feld und jetzt ist Raab gefordert und der aus. Ist im Aus. Also beide trauen sich nicht, hier den Ball lange zu jonglieren, lange hochzuhalten. Versuchen da eher auf Nummer sicher zu gehen. Spitz auf Knopf, das Ganze. Knappe Führung noch für Raab, der jetzt Angabe hat. Gut. Mein Gott, Walter. Ja. Mainz kann morgen aufsteigen in die Fußball-Bundesliga. Wir sehen hier, warum er kein Teil dieser Mannschaft ist. Aber er hat, ne? Er kann 3 Millionen Euro abräumen. Liegt 4-6 hinten. Jetzt zählt jeder Punkt, jetzt ist es wichtig. Gut von Raab auf die Linie. Oh, der ist im Aus. Er ist nicht wirklich ein Fußballer, Nino. Und beim Fußballtennis, wer hätte das gedacht, sieht es so aus, als könnte Raab wieder in Führung hier an diesem Abend gehen. Ich hab. Gut, Druck ausgeübt, ja. Oh, das ist eine klare Angelegenheit jetzt für Stefan Raab. Nino überhaupt nicht im Rhythmus hier beim Fußballtennis. Der Ball ist gut. So, jetzt Fehler von Raab und jetzt vielleicht mit ein bisschen Unterstützung des Publikums hier in Köln-Mühlheim. Vielleicht beißt er sich nochmal rein in dieses Spiel. Vielleicht kommt er nochmal zurück. Publikum hat er auf seiner Seite. Nino aus Mainz, der Chemiedoktorand. Oh je. Mein Gott, was ist denn hier los? Ja, wäre die Wand da nicht gewesen, wäre der im Schwimmbecken draußen runtergekommen. Eieiei. Matchball für Stefan Raab beim Fußballtennis. Ja. Jetzt mit dem Kopf, gut gemacht. Und jetzt nochmal mit Kopf. Raab rückt wieder auf ans Netz, was macht Nino? Raab wieder mit dem Kopf, gut. Jetzt ist es ein Match. Gut von Raab. Ja, das macht damit Gefühl. Was macht Nino? Nein, und das ist es für Raab! Das war der Sieg für Stefan. Ja, nimm dein Köfferchen. Jürgen, wir sehen uns am Freitag beim Eisfußball. Alles klar. Dann aber die Handschuhe nicht vergessen, es wird kalt. Jürgen aus, meine Damen und Herren, unser Ex-FIFA-Schiedsrichter. So, komm zu uns, oben auf Pult. Nino, kannst dich oben ärgern, wir müssen hier abhauen. Was war los? Ja, das war nix. Kein Scharnier unten im Fußgelenk? Das war, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. So ganz viel und Hochfußball hast du nicht gespielt? Ich war Torwart lange. Ah ja, gut, dann hat man es. Ich musste immer nur hoch und weit schießen. Das hat ja geklappt eigentlich. Das hat ganz gut geklappt, ja. Sah so ein bisschen aus wie ein Tippkick-Männchen. Aber auch Stefan hat dieses Spiel mit einer auch überschaubaren Technik für sich entschieden. Ein Kopfballungeheuer und das heißt 43-35 nach dem 12. Spiel für Stefan.